Hallo hier bei Westwetter. In diesem kleinen Spekulationsvideo, in dem wir mal auf das Wetter in den kommenden 3 Monaten schauen werden. Also wir spekulieren in diesem Video ein klein wenig. Die Leute, die dieses Video nicht mögen, sollen doch bitte morgen wieder die Wettervorhersage schauen. Dann fangen wir jetzt an mit Februar. Der wird 2 bis 3 Grad zu mild ausfallen. Vor allem im Mittel- und Osteuropa wird es sehr, sehr warm werden, also deutlich zu milde Temperaturen. Vor allem in Osteuropa mit 3 bis 4 Grad zu warmen Werten. Während es in Südwesteuropa bei 0 bis 1 Grad eher ein bisschen ausgeglichen ist. Dann schauen wir auf die Niederschlagsabweichung. Die haben wir auch. Es wird ein deutlich zu nasser Monat werden, vor allem in Nord- und Mitteldeutschland werden wir Abweichungen zu nasse haben und nicht zu ins Trockene. Vor allem in Mittel- und Osteuropa wird es zu nasses Wetter geben, während es in Südwesteuropa zu trocken wird. Der März wird dann wieder viel zu trocken sein, bei 2 bis 3 Grad ins Positive. Dort werden wir dann wieder vom Winter keine Spuren haben oder nur ganz kleine Winterallüren, während es in Südeuropa durchschnittliche Werte gibt, wo es dann aber auch jetzt in Nordosteuropa deutlich zu mild wird. Dazu haben wir ein viel zu trockenes Wetter, vor allem in Mittel- und Süddeutschland, wo wir dann Abweichung ins viel zu trockene haben werden, während wir dann im Norden Nordeuropa deutlich zu nasses Wetter haben werden. Dann zum Schluss noch der April. Von den Temperaturabweichungen sehen wir, dass es eher ein durchschnittlicher Monat wird, mit 0 bis 1 Grad zu warmen Temperaturen, also im Großen und Ganzen durchschnittlich. Während es in Nordosteuropa wieder deutlich zu mild sein wird, mit 2 bis 3 Grad zu warmen Temperaturen. Dann schauen wir auf die Niederschlagsabweichung. Dort sehen wir eher recht durchschnittliche Werte. Während es in Osteuropa dann eher leicht zu trocken ist, sehen wir dann in Südwesteuropa eher leicht zu nasses Wetter, sehen wir an den grünen Farben. Zum Schluss wagen wir noch eine Spekulation für den 19. Februar. Und da sehen wir, dass wir eine Wetterlage haben werden, die uns mit einem Hoch auf dem Atlantik und einem Tief über Russland beschäftigen wird. Dazwischen kommt etwas kühlere Luft zu uns, die kann sich bei einer Schneedecke, falls Schnee liegen sollte, bis runter, könnten sich die Temperaturen kälter anfühlen, als sie eigentlich sind. Und dann könnten sich über den Schneedecken auch die kälteren Temperaturen stauen. Dann schauen wir mal hin, was wir dann für Temperaturen haben werden. Laut des CFS-Modells der NOAA oder vom Meteo-Ziel sehen wir, dass wir meist 0 bis 2 Grad im Flachland haben werden, während wir dann im Bergland meist Dauerfrost haben werden bei 0 bis minus 4 Grad. Teilweise über Schneeflächen fühlt sich das alles, wie ich schon gesagt, schon ein bisschen kälter an. Ja, wir sehen uns morgen dann wieder in der aktuellen Wettervorhersage, wie gewohnt, um 5 Uhr. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ja, und ciao und kommt gut durch dieses uselige Wetter.